SHZ Dumpland Talk. Der Promi-Talk aus deinem Lieblingsort. Präsentiert vom Ostsee-Resort Damp. Es ist noch nicht eure Uhrzeit, oder? Ich merke das, oder? Es ist noch nicht eure Uhrzeit. Herzlich willkommen zum SHZ Dumpland Talk hier im Ostsee-Resort Damp. Die Hütte ist voll, so muss es sein. Und wir haben sogar mit dem Wetter Glück. Und ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber draußen die Terrasse ist auch schon relativ voll. Auch darüber freuen wir uns natürlich. So, ihr Lieben, es ist wieder SHZ Dumpland Talk. Und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar in den 80ern war er Teenie-Star. Ich sage nur TKKG. Und eine Freundin von mir ist in England komplett ausgerastet, als sie erfahren hat, dass er heute bei mir ist. Wir haben auch schon mit ihr gechattet. Das geht ja mittlerweile in den mobilen Netzwerken, alles möglich. Er sieht nicht nur gut aus, er ist in die Jahre gekommen, genau wie ich. So viel muss man auch sagen. Und so ehrlich muss man sein. Aber er ist nach wie vor ein Frauentyp und er ist der geilste Typ heute hier in Darm. Hier ist Fabian Harloff. Dankeschön. Dankeschön. TKKG, sage ich nur. Ja, ich war jung und brauchte das Geld. Fabian, mein Lieber. Jo. Du bist ja Wahl-Schleswig-Holsteiner, habe ich erfahren. Du wohnst ja in dem schönsten Bundesland der Welt. Ich bin jetzt wieder Schleswig-Holsteiner. Ich bin in Hamburg geboren, in Schleswig-Holstein aufgewachsen und dann habe ich 30 Jahre Großstädte bewohnt. Und jetzt wohne ich wieder auf dem Lande in einem Dorf mit 6 Einwohnern und ich glaube 40 Pferden. Sehr schön. Und das ist die perfekte Überleitung für das, was wir heute nämlich besprechen wollen. Du bist ja nicht umsonst hier, ne? Also nicht ganz uneigennützig. Du hast ja ein bisschen was im Gepäck, was auch mit dem Land im weitesten Sinne. Sehr richtig. Ich habe natürlich aus der Not eine Tugend gemacht und mein Leben auf dem Lande ein wenig autobiografisch festgesetzt in Form von einem Album. Und das ist moderner deutscher Country-Pop und daraus spiele ich natürlich ein bisschen. Natürlich das Titellied Auf dem Land und vielleicht singe ich noch ein bisschen mehr. Mal gucken. Ja, mal gucken. Also wir mal gucken, ob es Applaus gibt und dann später. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf ein bisschen Mucke und ein bisschen Gespatsche. Ich gehe rein, du kommst mit. Oh. Nimm Platz, mein Lieber. Oh. Ist das zu auffällig? Nein, das kannst du ruhig so machen. Also, okay. Das ist okay. Lalalala. Da, die meisten reden über das. Ihr könnt es jetzt es noch nicht ganz genau, aber die Rückseite gefällt mir fast noch besser. Da ist Fabian nämlich drauf, sind nur ein Gummistiefel mit einem Hut und einer Gitarre. Ich hätte ja gewünscht, dass du heute so reinkommst. Ja, dann hätte ich rückwärts gehen müssen. Das ist eine Hommage an Burt Reynolds gewesen. Und ich habe gedacht, was der kann, das kann ich auch. Und in Norddeutschland, die Bauern, und ich bin ja so ein bisschen Landwirt, die Landwirte tragen im Gegensatz zu Amerika keine Cowboy-Boots, sondern Gummistiefel. So, haben wir das auch geklärt. So ist das natürlich auch schon. Wir haben viel zu besprechen, auf jeden Fall. Ich will kein schlechter Gastgeber sein. Wir müssen auch fragen, was du trinken möchtest. So Künstler sind ja immer so drauf erpicht, sag ich mal. Bin ich mal gespannt, was du sagst. Ja, so Wasser und irgendwie links gedreht, Mondwasser. Bei Nena weiß ich zum Beispiel, da darf es, glaube ich, nur Mondwasser sein. Aber du bist auch dem Alkohol nicht ganz unabgeneigt. Ich liebe Bier, okay. Aber da man nicht immer Bier mit Alkohol trinken kann, inzwischen auch alkoholfreies Bier. Okay. Aber ich trinke auch gerne einen alkoholfreien Cocktail. Die Sache ist, auf dem Land muss man eben sehr viel Auto fahren. Gut. Und deswegen kann man nicht immer trinken. Das ist aber gut für die Leber, macht nicht immer Spaß, aber ist vollkommen in Ordnung. Jetzt sind wir nicht auf dem Land, sondern wir sind ja in Damp. Deswegen kannst du heute vielleicht mal zuschlagen. Und nee, ich muss ja wieder nach Hause fahren. Auch das noch. Also das ist ja schwierig. Aber ich nehme alkoholfreien Cocktail, wenn guck ich darf. Guck mal, und wir haben den besten Barkeeper der Welt. Hier nämlich wieder uns Sunny. Und da gibt es nochmal einen kleinen Applaus, würde ich sagen, weil der Mann mit seinem Team sein Handwerk natürlich versteht. Du wolltest einen alkoholfreien Cocktail? Ja, super gerne. Sunny, hast du einen alkoholfreien Cocktail für? Ja, auf jeden Fall gerne. Herr Harloff, und ich nehme wie immer einen Apfelsaft. Alter, der lässt es aber krachen heute. Apfelsaft, hätte ich eine Schorle gewollt, hätte ich eine Schorle bestellt. Ne? Wie jedes Mal. Sunny, du machst das schon. So. Und wir wollen natürlich nicht vergessen, die kleinste und auch die größte Showband der Welt, die Stefan Detmers und Band heute hier zu Gast in der Hammerburg Bar. Ich habe mir gedacht, wir haben ja, wir haben ein halbes Stündchen Zeit, wir können ein bisschen quatschen. Wir fangen erstmal ganz vorne an. Und geboren wurde. Ja, ich weiß, wir sind ja beide fast ein Jahrgang. Ja. Also ich bin ja ein bisschen älter. Nicht, aber ja, genau. Ich finde, ich sehe deutlich älter aus als du. Aber du warst halt Teenie-Star und das ist halt der Unterschied. Wir sind fast ein Jahrgang, wir haben unterschiedliche Wege genommen und sind jetzt beide hier heute. Ja, jetzt ist das die Frage, welcher Weg war besser. Ja, egal, das Endergebnis ist das gleiche, ne? TKKG. Ja. 1985. Also
TKKG habe ich gerne gemacht, das hat mir Spaß gemacht, die ersten 6 Folgen, da war ich noch so ein bisschen so, ja, vor der Pubertät, und ich habe aber auch damals schon Musik gemacht und habe dann irgendwann, mein Vater ist ja auch Regisseur, mein Großvater war schon Regisseur, der hat schon mit Heinz Rühmann gespielt, und dann habe ich diese Folgen TKKG gedreht mit sehr unbegabten Kollegen, muss ich sagen. Ist so. Fandst du also, mich denn da schon herausragend eigentlich? Oder? Naja, ich konnte zumindest meine Texte und ich war der Einzige von den Führenden. Also es ging eigentlich immer nur darum, es ist schaut angekommen, schafft, liebe Kollegen. Schafft Klößchen ist, diesen Satz einigermaßen hochdeutsch zu beenden. Okay. Also es war kein schönes Niveau. Aber es ist trotzdem gerade die Illusion. Ist trotzdem sehr gut angekommen. Natürlich nicht zuletzt deswegen, weil es gab damals ja nur 3 Fernsehprogramme. Also mit Glück, die hier in der Nähe vom Osten, die konnten noch DDR1 oder so empfangen. Aber eigentlich gab es nur 3 Fernsehprogramme und wenn man da eine Serie hatte, dann war man über Nacht plötzlich ein Star. Und dann gab es noch die Bravo, die mich gut fand und ein paar schöne Fotos gemacht hat. Das ging sehr schnell. Aber dann sollten die zweiten 6 Folgen TKKG gedreht werden. Ja. Und dann hat mein Vater gesagt, Fabian, wenn du Bock hast und nicht drehen willst, dann darfst du 4 Wochen Interrail mit 16 allein durch Europa reisen. Und ich habe mich für Interrail entschieden und das war genau die richtige Entscheidung. Unglaublich. Deswegen gab es mich in den zweiten 6 Folgen nicht mehr. Genau, das wäre nämlich genau die Frage gewesen. Ich habe dann einmal gewechselt. Also Tim, den Charakter, ja, den du gespielt hast, der hat dann in der laufenden Serie sozusagen gewechselt. Ja, ja, genau. Und ich hatte jetzt gedacht, okay, jetzt ist der Harloff komplett durchgedreht. Jetzt hat er so viel Erfolg gehabt in den ersten 6 Folgen. Jetzt will er nicht mehr. Nee, ich hatte auch also wirklich kein Interesse mehr, Detektiv zu spielen. Das war so ein bisschen so raus. Ich wollte Mädels aufreißen und Rock'n'Roll machen mit der Gitarre und so weiter. Und wo geht das am besten als mit Interrail? Das geht mit Interrail, super, das ging auch. Die Gitarre war dabei. Aber ganz kurz, damit es jetzt auch alle wissen, es ist wirklich so, dass Tarzan nicht mehr Tarzan heißen durfte, weil sich Walt Disney beschwert hat. Okay. Weil es ist, also ne, und deswegen wurde kurz die Geschichte gesponnen, dass Tarzan nicht mehr Tarzan heißen will, sondern Tim. Aber es ist wirklich so, da hat sich jemand beschwert. Okay, und hat der Plan dann auch geklappt, sag ich mal? 4 Wochen Interrail, Europa und... Ich habe in dem Alter meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht, ungefähr. Ich finde gut, dass wir in diesem Format auch einfach alles besprechen, was uns interessiert. Wie hieß ich sage, weißt du das ich, noch? Na, ich sage, wie Sie hießen? Ja? Ich weiß es nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Ich sage ungefähr in dem Alter, und das ist normal, dass in dem Alter passiert das dann irgendwann. Also wir sind gleich alt. Ich würde sagen, ich habe sehr spät gestartet, ohne Interrail. Aber es ist vielleicht... Ja, deswegen so spät. Jetzt erst mal auf Interrail-Tour gefahren. Ja, hättest mich ja mal fragen können, ob ich mitkommen wollte. Aber egal. So, jetzt hast du es gerade gesagt, dein Vater Regisseur, deine Mutti, glaube ich, Regieassistentin, wenn ich es richtig weiß. Naja, eigentlich gelernte Floristin, aber wenn die Frau nichts sonst zu tun hat, dann wird sie eben ans Set geholt und muss mithelfen. Also die ist sozusagen von meinem Vater angelernte Regieassistentin gewesen. Dann. Okay, aber schon beide im Film aktiv. Und gab es für dich da irgendwie überhaupt eine andere Möglichkeit? Also hättest du eigentlich irgendwas anderes machen wollen? Nein, also das heutzutage, wenn ich zurückblicke, dann ab und zu, wenn es schlecht läuft, es läuft natürlich fast nie schlecht, dann denke ich, ach so, du bist das, bei dem das nie schlecht läuft. Musik- und Sportlehrer wäre schick gewesen oder Förster, weil ich bin eben super gern in der Natur. Aber es ist, glaube ich, generell das Ding. Wenn die Großeltern oder Eltern in der Gastronomie sind, dann ist es häufig so, dass die Söhne oder Töchter dann auch in die Gastronomie gehen. Und wenn die Bäcker sind, dann ist es das Gleiche. Und in der Filmbranche ist es nichts anderes. Okay. Ne? Das ist ja ganz normal. Und du hast dich ja erstmal vor der Kamera ausgetobt, aber später kamen ja auch noch, sage ich mal, die Synchronsprechersachen dazu, wo du dann auch eben hinter der Kamera nicht mehr zu sehen warst, aber zumindest zu hören. Ja, Synchron habe ich tatsächlich auch schon... da die Geschichte muss ich erzählen. Das ist eine süße Geschichte. Kennt ihr den Film, wie heißt denn der? Die Geschichte ist jetzt schon gut. It's a Wonderful Life. Das Leben ist schön. Also nicht dieser Kriegsfilm, sondern eigentlich der berühmteste Weihnachtsfilm überhaupt mit James Stewart. In diesem Film, also bei dem Film hat mein Großvater Regie gemacht, Dialogregie. Und mein Vater hat seine erste Rolle als Synchronkind gesprochen. Und da bin ich ganz stolz drauf, weil ich finde das ein toller Film. Und dann eben 20 Jahre später habe ich bei meinem Vater mit 7 Jahren meine erste Synchronrolle gesprochen. Und mein Bruder hat auch schon ein paar Kinder und jetzt ist auch schon mein Neffe irgendwie ein kleines Synchronkind. Also wie ihr seht, es wird immer weiter vererbt und wenn meine Tochter irgendwann so alt ist, wer weiß, wenn sie Bock hat, kann sie auch gerne ein bisschen sprechen. Wir müssen gratulieren. Wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen und Fabian ist ja schon ein bisschen hier. Wir haben uns ja die Anlage angeguckt und man kam so ein wenig ins Plaudern. Ja. Und Baujahr 70, Baujahr 69. Seit 9 Monaten ist Fabian Fatih, einer jungen Tochter. Einer jungen Dame, genau. Und er rastet jetzt schon aus. A, vor Freude und B, weil... Sie,
anstrengend ist. Sie war jetzt das erste Mal krank, hatte das erste Mal Fieber und da ist Papi, der ich wäre am liebsten gleich, hätte einen Hubschrauber irgendwie geholt, einen Notarzt und alles. Ich meine, ich bin ja Notarzt in der Hafenkante seit 13 Jahren. Ja gut, aber also auf dann bei der kleinen einen Tochter kannst du nichts machen. Aber trotzdem Glückwunsch natürlich nochmal an dich und ich glaube, da können wir auch nochmal klatschen, das ist danke. Ja wunderbar. Wenn man sich dann auch... Die Herstellung war nicht so schwer. Die Herstellung war aber auch nicht mit Interrail, glaube ich, oder? Nein, die war nicht auf Reisen. Länger her auf jeden Fall. Und war das dann auch so der Beweggrund, dann aufs Land zu ziehen, weil auf dem Land einfach auch mehr geht für Kinder und für eine kleine Familie? Oder generell also, einfach nur zu sagen, ich finde Land geil, ich will wieder aufs Land? Also ich habe mir immer gewünscht, wenn ich Kinder habe, da ich auch auf dem Land aufgewachsen bin, so mit Höhlen bauen und so, dass ich das dann auch meinen Kindern ermöglichen möchte. Und der Grund, warum ich so spät aufs Land gezogen bin, ist ganz einfach, ich habe einfach sehr spät die richtige Frau dafür gefunden. Aber jetzt habe ich sie und jetzt bin ich da, wo ich immer hin wollte. Okay, also auf dem Land in Schleswig-Holstein, da lebt sich natürlich bekanntlich wunderbar. Was hast du da jetzt schon wieder? Hibiskusflower? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ist der Taste noch? Es sind noch Nasentropfen. Ja, genau. Oh, guck mal hier, mit Farbe. Oh. Ja. D for two. Na, 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 na. Okay. Nicht, wie gesagt, nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Jetzt schmeckt es ganz anders. Aber danke. Hau rein, Fabian. Schön, dass du da bist. Und schön an alle Gäste hier in der Hammerburg Bar in Damp. Also ne, hebt die Gläser. Schön, dass ihr da seid. Und Prost. Prost. Stößchen, mein Lieber. Oh, das schmeckt geil. Ja, mein Apfelsaft ist auch richtig gut. Und ich stelle mir einfach vor, da wären jetzt irgendwie 8 cl Wodka drin. Wie ist das eigentlich jetzt so für dich? Ich meine, klar, du weißt, Teenie-Star, 85 ist auch schon ein bisschen her. Aber ich habe mich so lange irgendwie, bis 95 war ich sogar. Nee, sogar bei SK Babys noch. Also ich war relativ lange in der Bravo. Ja, aber ich meine gerade das jetzt so, wenn es dann im Laufe des Lebens ja auch ein bisschen weniger wird. Wenn und die auch Haare weniger werden, ja. Das, ich weiß, wovon ich rede. Ja, ich auch. Und man aber diese Rollen halt immer ja mit geprägt hat und auch eine ganze Generation, ja die eigene Generation geprägt hat und man ja auch erkannt wird. Es ist ja nun wirklich so, wenn man unterwegs ist und auch mit dem Gesicht und auch das Gesicht war, guckst du da mit Wehmut eigentlich zurück oder sagst du, das war eine geile Zeit oder würdest du es, wenn es heute nochmal käme, also wenn du jetzt dir vorstellen würdest, heute wäre vor... Heute nochmal so berühmt wie jetzt Til Schweiger oder Jahren. Sowas? Ja, irgendwie so? Ja, also ich kann ja sagen, ich bin einer der wenigen, die das alles erlebt haben. Also ich habe wirklich die verrücktesten Sachen mit Fans erlebt und bin froh, dass ich das dann irgendwann meinen Enkeln erzählen kann. Und jetzt, so wie es ist, finde ich es vollkommen in Ordnung. Ich werde zwar ab und zu noch erkannt und das ist auch gut so. Es gibt eigentlich drei Stufen. Einmal gibt es die Stufe, sind Sie Fabian Harloff? Dann gibt es die Stufe, irgendwoher, Sie sind doch Schauspieler. Na, lassen Sie mich raten, Sie sind Schauspieler. Welche Serie nochmal? Und dann gibt es die Stufe, die ist sehr unangenehm. Haben Sie nicht auch mal in Sandesneben neben mir gewohnt? Also, da muss man sehr lange erzählen. Aber meistens ist es so Stufe 1 oder 2. Ja, ja, okay, also du wirst erkannt und das ist ja auch schön. Ja, das ist ja auch, hat was mit dem Marktwert zu tun und ich werde ja auch immer noch als Schauspieler gebucht. Und das eine kommt vom anderen und ganz wichtig, treue Fans sind das Allerwichtigste, was man sich vorstellen kann. Womit ich gar nicht mehr so richtig... Ich bin zu alt für diese ganzen Facebook und so Geschichten. Ich bin nicht zu alt dafür, aber es ist irgendwie alles, ich mache es auch, aber es ist anstrengend. Aber es ist ja auch ein schönes Mittel, sage ich mal, auch sich bekannter zu machen, weil früher, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, auch ob nun als Musiker oder als Schauspieler, ja. Wenn du Erfolg hattest, dann hattest du Erfolg, weil es die ganze Welt irgendwie auch erfahren und erleben durfte. Heute ist so, heute machst du halt irgendwie Video, postest das irgendwie bei Facebook, bei Instagram, wo auch immer und zack, sieht es dann auch die ganze Welt. Wenn du Glück hast, sieht es die ganze Welt oder wenn halt, du Pech hast, wenn es ein blödes Video ist, kann ja auch aber passieren. Auch die Nachhaltigkeit, sage ich mal, die dahinter steckt. Also wie du schon sagtest, damals gab es nur drei Programme so und dann drei hat man sich darauf gefreut. Und man wollte es gucken und heute damals, kannst du es halt... Damals gab es eine Zeitung, das war ganz klar, wenn du in der Bravo warst damals, dann warst du schon mal ein Star. Das war also wesentlich einfacher, ob es gerecht. Also so, das ist eigentlich ganz, ganz schön, weil heutzutage hat jeder mit kleinen Möglichkeiten trotzdem die Möglichkeit, irgendwie ganz groß rauszukommen. Ja, guck auch mich Musik, an. Auch Musik, ja genau, ja. Immerhin. Es ist so, genau. Und dann hast du ja auch, weil wir beim Synchronsprechen waren, Bob der Baumeister ist ja auch ein Meilenstein, sage ich mal. Ja, nicht nur Bob der Baumeister, auch ganz wichtig, eines Tages im Teletubbyland. Etwas Neues war da. Das bin ich auch. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Das sind natürlich Jobs.
Zum einen, weil man damit auch sein Geld verdient. Ja, irgendwann. Das holt einen ja auch vielleicht irgendwann mal wieder ein. Hättest du damals gedacht, als du Teletubbies gesprochen hast oder auch Bob der Baumeister mit, hier schaffen wir das, jo, wir schaffen das, dass das so einschlägt, dass das jeder irgendwie, wenn du den ersten Teil sprichst, der Rest mitgesprochen werden kann? Also bei Bob der Baumeister war nicht damit zu rechnen. Das war irgendeine Serie und ich war einer von vielen, die dann vorgeschlagen wurden. Ich wurde es dann auch. Und dann ging das 2 Jahre, dann ging das 3 Jahre. Plötzlich irgendwie gehe ich in so ein Kindergeschäft und sehe irgendwie Bob der Baumeister Figuren, Bob der Baumeister. Es gibt inzwischen sogar Bob der Baumeister Wurst. Schön. Es war einfach unfassbar was. Und dann gab es Bob der Baumeister Shows und so weiter. Also damit konnte niemand rechnen. Bei den Teletubbies war es anders. Das war in England schon so ein großer Erfolg. Da war allen klar, das wird natürlich von den einen belächelt, von den anderen hochgelobt. Also da war klar, dass es in Deutschland auch auf jeden Fall ein Erfolg sein sollte. Wer mir nur leid tut, ist mein Vater. Der musste nämlich sämtliche Folgen texten und Regie machen. Okay, aber im Zweifel hat er dafür vielleicht auch 2, 3 Mark bekommen. Er hat auch ein bisschen Geld bekommen. Also ja. das war dann auch völlig in Ordnung. Wenn du heute mal überlegen würdest, so was würdest du noch mal machen wollen? Hast du so eine, ich meine, du hast ja schon alles erlebt in jungen Jahren, da bleibt ja nicht mehr viel fürs Alter, mehr oder weniger. Also was ich nochmal, Buddy Holly war eine tolle Geschichte, weil da als Musiker und Schauspieler, der wirklich beides gelernt hat, ist es natürlich toll, wenn du auf der Bühne sowohl singen und Gitarre spielen als auch schauspielern kannst. Und da bin ich tatsächlich mit einem Musical gerade unterwegs, Mord am Mikro heißt das. Okay. Und da sind wir auch, aber ganz in eine andere Richtung irgendwie, sind wir auf Bäder-Tour auf jeden Fall irgendwann im September. Mord am Mikro, kann man ja gerne mal googeln. Ansonsten vor der Kamera würde ich gerne mal einen Film machen, der nicht in der Gegenwart spielt, weil ich habe bis jetzt immer alles in der Gegenwart gemacht. Ich würde gerne mal so ein Historiendrama oder sowas machen. Das wünsche ich mir. Aber das kann ja noch kommen. Also oder ein Western jetzt. Für Country-Musik wäre natürlich Western super. Kommen wir ja gleich noch zu deinem Album. aber die Frage wäre ja auch, wenn man dann so früh schon dabei ist und man kennt ja all seine Pappenheimer, also ob nun Patrick Bach oder Henrik Marz, wie sie alle hießen damals auch, die wir haben zusammen 87 einen Film gedreht. Das war eine super Zeit. Und Patrick und ich sind immer noch befreundet. Guck tatsächlich. Mal. Wir machen auch, der war jetzt bei meinem CD-Release-Konzert von dieser CD übrigens. Sehr toll, gibt's überall zu kaufen. Der spielt ganz toll Mundharmonika und der hat mich auch wieder mal begleitet. Also wir sind wirklich sehr eng befreundet. Und wenn du dann sagst, du hast auch lange in Hamburg gelebt, da lebt ja glaube ich auch Til Schweiger zum Beispiel und man läuft sich ja wahrscheinlich auch mal über den Weg. Den habe ich nie kennengelernt. Ach guck mal. Aber ich beneide ihn und Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung. Das stimmt. Wobei auch nicht immer einfach, ne? Natürlich, wenn du mit so einem Erfolg leben musst. Aber ich dachte immer so, in dieser Branche ist es wahrscheinlich so, man trifft sich mal auf irgendwelchen, keine Ahnung, Bällen oder ja, Veranstaltungen. Ja, man sieht sich und dann sagt man, wir machen mal was Hallo zusammen. Und ja, und das, so. Genau, das ist die größten Lügen in der Filmbranche. Ja, ja. Ich freue mich auf dich und lass mal was zusammen machen. Okay. Ach ja, und ich schicke dir die Rechnung. Ne? Alles klar. Und dann bleibt das Telefon wahrscheinlich stumm. So ist es, genau. Okay, also ein Historiendrama. Müssen wir gucken, ob wir dich da noch irgendwie unterkriegen können. Muss nicht mal ein Drama sein, kann auch lustig sein. Ich beherrsche beides. Hallöchen. Sehr gut. Ich habe zwei Gesichter. Gibt es irgendeinen Film, in dem du unbedingt hättest mitspielen wollen? Wo du auch beim Casting warst und wo es nicht geklappt hat? Ganz ehrlich, ja? Ich hätte gerne jetzt bei der Theaterproduktion von Harry Potter mitgemacht, weil ich totaler Harry Potter-Fan bin. Aber ich passte so nicht so richtig in eine der Rollen rein. Zu alt oder? Nee, die sind in meinem Alter. einfach nicht vom Typ her. Also ich hätte mir echt gewünscht, da mitzumachen, aber dann mache ich eben in der nächsten Verfilmung mit. Naja, also das kann ja auch alles noch kommen. Bist du eigentlich ein sportlicher Typ? Total. Ja? Also ja, Was machst du, wenn du... Also erstens jogge ich jeden Morgen 6 Kilometer mit meinem Hund. Ach was. Das muss sein. Dann ich lebe auf dem Land. Also der Garten ersetzt ja das Fitnessstudio. Ich muss jeden Tag ausmisten. Ich muss jeden Tag Pferdeäppel abäppeln. Das ist schon Sport. Mein Grundstück ist etwas größer. Ich muss, wenn ich Rasen mähe, dann brauche ich 5 Stunden. Und ich habe keinen Aufsitzrasen mehr. Und tatsächlich, seit ich mal Promi-Boxen gemacht habe, ich habe bei mir in der Garage, im Carport so einen Boxsack und ich mache jeden Tag mindestens 20 Minuten Boxen. Meine Güte. Und das hält wirklich fit. Da merkt man auch den Unterschied. Na, ein Jahrgang, aber du siehst natürlich deutlich frischer aus als ich. Ich habe Minigolf verloren gegen dich.
Ja gut, das ist jetzt auch eine Sportart, sage ich mal. Das ist auch so eine mentale Geschichte so ein bisschen. Auf die Filigranität an. Ja. Und das ist nämlich das, was man hier im Ostseeresort Damm machen kann. Es ist ja nicht nur die Hammerburg-Bar, es ist nicht nur der tolle Hafen, der Strand. Nein, es gibt hier ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten und auch Aktivitäten. Und Fabian und ich, wir haben uns gedacht, wir gehen heute mal Adventure-Minigolf spielen. Und nochmal für euch sei auch gesagt und für alle anderen, ich mache ja mit jedem Gast eine, wie soll man sagen, eine Aktion hier im Ostsee-Resort Damm. Und bislang habe ich alle drei gewonnen. Und ob es die vierte auch für mich war, ja oder nein, das seht ihr jetzt. Da haben wir den Fernseher. Viel Alkohol. Spaß. Alkohol. Moin an alle. Wir Moin. Sind hier auf der Wikinger-Golfanlage in Damm, im schönen Ostsee-Resort. Und er kann golfen, deswegen ist es ein bisschen. Wir wollen hier heute mal ein kleines Battle ausführen zwischen den beiden Herren. Ich bin der Schiedsrichter. Okay. Ja. Die Pink Lady ist immer für den, der die meisten oder die wenigsten Schläge braucht. Jetzt hoffentlich die wenigsten. Ich habe zumindest die bessere oder? Farbe. Grün ist die Hoffnung. Immerhin, ja. Okay, wir starten. Ja? Ganz vorne auf der Bahn. Du schlägst ab und schlägst so lange, bis der Ball im Loch ist. Okay, gibt es eine Mindestschlagzahl? Ja. Steht wahrscheinlich an der Bahn. Wir machen 6 Schläge. Und sonst wenn der Sechste nicht drin ist, kriegst du 8 User. Punkte. Ja. Okay. Ja, ja. Ja. Oh, das ist schwieriger als ihr denkt. Oh, die verhungern ja alle. Oh. Mit Schläger kaputt hauen. Gott. Komm weiter, komm, keine Zeit. Nein! Ja! Vorbei! Unentschieden, wir brauchen noch ein extra Loch. Wir spielen den kleinen Vulkan. Mach dich fertig, hallo. Schmerzen. Alter, du glaubst, du kannst Golf spielen? Vergiss es. Hier, die pinke Lady, das ist das Ding. Das soll ich gewinnen. Ja. Oh, nein! Gewonnen. So, wir haben 2 Punkte für Jörg, das macht 16 und 4 Punkte für Fabian, was macht 18. Jetzt spielen wir Gitarre. Oh, jetzt spielen wir Gitarre. Das kann ich besser. Oha, ja, da hat er wahrscheinlich Vorteile. Aber abwarten. Abwarten, genau. Ich bitte um Applaus für den ungeschlagenen Ostsee-Resort Damm Champion. Also es war keine Absicht, aber der Schläger war du hast manipuliert. Du hast einfach gelust. Aber ja, so nee, ganz halt. Ehrlich, er hat die besseren Nerven, definitiv. Aber du hast auf jeden Fall den besseren Musikgeschmack und wir wollen jetzt zu dem kommen, weswegen du eigentlich ja hier bist. Und, na, eigentlich war ich hier, weil ich dich mal kennenlernen wollte. Ja, natürlich. Und weil ich natürlich Dump liebe. Selbstverständlich. Und weil du auch schon mal Live kennenlernen wolltest. Live ist ja unser Maskottchen hier. Hallo Live. Aus dem Resort Dump. Live ist, du siehst gut aus. Ja. Schätzchen, du siehst heute wieder toll aus. Pass auf deine Hörner auf, ne? Ja. So, also. Ach, wie süß. Du hast gesagt, du lebst auf dem Land. Du bist ein Landkind, du hast eine kleine Familie und jetzt macht er auch noch Country und Western, weil du gesagt hast, du hast Schauspiel und Musik gelernt. Ich habe tatsächlich, eine Musicalschule besucht und da lernt man also auch Harmonielehre und sowas. Und es gibt ganz viele Schauspieler, muss man sagen. Harmonielehre. Ja. Ist das sowas? Es gibt ganz viele Schauspieler, die man zum Singen gezwungen hat und das hört man auch. Es gibt wirklich viele, die das nicht können. Ich selber habe zum Beispiel bei diesem Album sämtliche Titel selber geschrieben. Ich habe das mit einem Kumpel zusammen produziert, habe Instrumente viele selber gespielt, alles gesungen. Also ich bin wirklich Vollblutmusiker.
und viele andere nicht, aber das hört man auch. Okay. Also man hört nicht, dass viele andere das nicht sind, sondern man hört, dass ich Vollblutmusiker bin. Ich hätte ja an deiner Stelle ein bisschen kleinere Brötchen gebacken, nein, mein Lieber, ne? damit die Fallhöhe nicht so hoch ist. Aber jetzt wollen natürlich auch alle wissen, ob er es drauf hat oder nicht. Soll Fabian mal zur Klampfe greifen? Wollen wir mal was hören aus Auf dem Land, ja? Ja, da muss ich mich erstmal... Da musst du tatsächlich jetzt noch einen gespielten Witz machen, um das, meine Plug-Geschichten zu überbrücken. Ja, das kann ich auf jeden Fall machen. Versuch mal unterhaltsam zu sein. Oha, das wird schwierig. Ne? Das wird auf jeden Fall schwierig. Ja. Kommt eine Frau zum Arzt, sagt der Arzt. Nein, natürlich nicht. Nein, mein Lieblingsding ist, kommt ein Schornsteinfeger in die Kneipe, sagt der Wirt, der geht aufs Haus. Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir. Mike Krüger-Witz. Guck mal, ne? Mike Krüger hat sehr gute Witze. Ja. Ich könnte auch noch, passend zum Golf, könnte ich noch einen schönen Witz erzählen. Der ist nicht ganz jugendfrei. Aber nicht mit Löchern und so. Ne? Doch, es geht, ja, aber ist ganz witzig. Oder treffen sich zwei Golferinnen auf der Clubterrasse, sagt die eine, Mensch, ich kann gar nicht mehr weiterspielen, ich habe mich verletzt zwischen dem ersten und zweiten Loch, sagt die andere, Mensch, das ist ja blöd, der hält ja gar kein Pflaster. Schön. So. Den kenne ich noch nicht. Das ist gefällt dir, Stefan? Freut mich. Ne? Kannst du mit auf deiner Tour machen. So. Also, ihr Lieben. Bin ich an? Warte mal. Unbedingt. Jetzt bin ich an, glaube ich. Der großartige Fabian Harloff, der ein Teenie-Star war, der beides gelernt hat, der alles kann und der leider kein Minigolf spielen kann, aber er kann singen. Wir freuen uns auf dem Land. Fabian Harloff hier in Hamburg. Los geht's. Berlin, München oder Hamburg, dort ist bewegt und auch sehr interessant. Ich lebte und liebte Großstadtleben, bis ich irgendwann in der Stadt nicht mehr stattfand. Ich fühlte mich ein wenig lahm und leer gelebt. Da muss man raus und sehen, ob's noch was anderes gibt. Ich möchte leben auf dem Land. Ich möchte leben auf dem Land. Den Frühling riechen, den Sommer spüren, den Herbst erleben, im Winter frieren. Ich lieb das Leben auf dem Land. Mit Hund, Katze, Hühnern, Pferden hast du Bewegung Tag und Nacht von früh bis spät. Dein Fitnessstudio ist dein Garten sowieso und zur Belohnung wird gegrillt, wann immer's geht. Und alle Trends und Partys werden unwichtig. Die Zeichen dieser Zeit passieren ohne dich. Und alle! Ich möchte leben auf dem Land. Ich möchte lieben auf dem Land. Den Frühling riechen, den Sommer spüren, den Herbst erleben, im Winter frieren. Ich lieb das Leben auf dem Land. Die Nachbarn sind hier draußen meist in größerer Distanz. Doch nach einem Kasten Bier zusammen hast du Freunde lebenslang. Ich möchte leben auf dem Land. Ich möchte lieben auf dem Land. Den Frühling riechen, den Sommer spüren, den Herbst erleben, im Winter frieren. Ich lieb das Leben auf dem Land. Hier im Damm. Fabian Harloff, Stefan Demmers und Band. Dankeschön. Das Leben auf dem Land.
Willst du gleich noch einen machen oder willst du dich erst noch mal hinsetzen? Du kannst. Ich setze mich mal mit Gitarre hin. Ja, das ist doch geil. Ich schiebe den ein bisschen weiter raus hier, hast ein bisschen Platz. Sehr schön. Du hast ja gerade eben noch mal ganz kurz erzählt, autobiografisch ein wenig. Also ja, der Song ist auf jeden Fall autobiografisch. Das handelt so von den, wie mein Leben so war die letzten 3 Jahre. Ne? Dann wissen wir ja auch, wie deine Tochter entstanden ist. Ich möchte leben auf dem Land. Ich möchte lieben auf dem Land. Genau so ist ich es, möchte ja. stillen auf dem Land. Ich möchte wickeln auf dem Land. Ja, wickeln muss ich, stillen kann ich nicht. Das ist richtig, das macht dann deine Frau. Aber ich bin im Wickeln super. Und das ist jetzt gerade. Also jetzt, wo sie jetzt nicht nur Milch trinkt, sondern auch noch so richtig festes Zeug, sind andere Gerüche, die einem dann entgegenkommen. Okay. Aber auch das hast du freiwillig entschieden. Ja, habe ich. Erzähl mal, Country, ist das so deine Musikrichtung, in die du gehen willst? Also das Ding ist, ich komme ja so ein bisschen vom Rock'n'Roll, Buddy Holly und ich habe also Elvis geliebt und so. Bin dann irgendwann in L.A. gewesen, vor 25 Jahren und bin alleine da gewesen und bin Auto gefahren an der Westküste entlang und dann da gibt es ganz viele Country-Sender. Und dann wurde diese Musik gespielt und die hat mich einfach gefangen genommen. Diese Satzgesänge und die vielen Gitarren, Akustikgitarren, das ist eigentlich total mein Ding. In Deutschland kannte das aber noch keine Sau. Und dann habe ich erstmal auch weiter Rock gemacht und habe dann aber vor 3, 4 Jahren, als ich dann die Sehnsucht nach dem Land hatte, habe ich gesagt, so Mensch, jetzt bist du ja auch halbwegs, wir haben auch Pferde und so bin ich, also ich bin ein halber Farmer. Jetzt hast du auch die Berechtigung, mal Country-Musik zu machen. Und das ist tatsächlich das erste deutschsprachige, würde ich sagen, Country-Pop-Album, was es überhaupt gibt. Und es lohnt sich wirklich reinzuhören. Country bedeutet so ein bisschen 3 Akkorde und die Wahrheit. Ich habe meistens mehr als 3 Akkorde. Aber die Wahrheit, beziehungsweise ganz viel Herz ist in all den Songs drin. Also ich habe tatsächlich mit diesem Album das Innerste nach außen gekehrt. Und das hört man auch. Und du hast ja auch mir schon erzählt vorhin im Vorgespräch, du hast auf deinem Landsitz, und nennen wir es jetzt mal Bauernhof, Farm, wie auch immer, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, hast du auch die Möglichkeiten, dich auch zurückzuziehen in deinen Proberaum, in dein Studio zu gehen und einfach auch die Sachen auch... Ich kann tatsächlich machen, was ich will. Ich kann nackt vor die Tür gehen, ich kann so laut Schlagzeug spielen oder Gitarre, wie ich will. Lagerfeuer machen, grillen. Ich habe einen Smoker. Also da kann man so Spare Ribs machen, so 5 Stunden lang auf einer Temperatur. Ich liebe das und ich freue mich schon wieder gleich nach Hause zu kommen und Feuer anzumachen. Und wir müssen deiner Frau noch ganz kurz einen mitgeben, denn als Fabian hier ankam, hat er ja die ganze Zeit gesagt, pass mal auf, gibt's hier irgendwo Fisch? Gibt's hier irgendwo Fisch? Ja, ich brauche einen Räucheraal oder sowas, habe ich gesagt. Dann haben wir keinen Fisch, keine Aal, kein gar nichts, dann wollte er kein Förde fahren, vielleicht auch nach Kappeln. Jetzt sind wir aber, du fährst gleich nochmal irgendwo hin und kaufst Fleisch. Ich fahre jetzt irgendwie an einem Land, an einer Landschlachterei vorbei und kaufe Fleisch. Und er wird gegrillt, dann wird der Smoker angemacht, dann wollen wir mal gucken, ob das Farmerleben nicht tatsächlich so ist. Es sind am Ende 10 Songs geworden. Ja, hättest du noch mehr gehabt? Ein Song ist tatsächlich ein alter Song, Missing You von John Waite gewesen, wo ich eine deutsche Version gemacht habe. Die Anfrage an den Verlag ist vor 1,5 Jahren rausgegangen und bis heute hat einer der Verlege gesagt, kannst du machen, aber sonst wären es 11 gewesen. Ich habe da okay, also sonst auf den kommt, also Missing You kommt dann aufs nächste Album. Das ist ja auch Musik unserer Jugend auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten ist wirklich ganz viel natürlich für meine Frau, also viele Liebeslieder dabei. Ein Liebeslied auch an meinen Hund, da kommen wir später zu. Okay. Und auch ein Song, ich habe eben als Hobbylandwirt im letzten Jahr die Dürre ganz wirklich am eigenen Leib erfahren. Und deswegen musste ich einen Song über den Klimawandel schreiben. Zeit der Zeichen. Ich finde, jeder von uns kann in seinem Rahmen was dafür machen, dass es der Erde nicht so dreckig geht, wie es ihr jetzt geht. Aber wenn wir was machen und die Politiker nichts machen, dann bringt das alles nichts. Und ich kann nicht verstehen, dass es gewisse Politiker gibt in Amerika, die sagen, Klimawandel? Nein, haben wir nicht. Also Leute, da kriege ich Plack, wenn ich sowas höre. Macht so viel ihr könnt und vielleicht hat die Erde ja noch eine Chance. Auf jeden Fall sollten wir das wir schulden das unseren Enkeln eigentlich, damit die auch noch Winter und Sommer kommen sehen können. Sehe ich ganz genauso. Könntest du Zeit der Zeichen spielen für uns? Wäre das machbar, möglich? Ich kann es mal anspielen. Zeit der Zeichen, kurz angespielt und Fabian, ich mag es gar nicht sagen, ne? Aber die halbe Stunde ist schon rum. Ne? Ach so. Es geht so schnell bei uns. So. Ist ja Wahnsinn. Wenn nette Gäste lies die Zeit der Zeichen, lass sie nicht so stehen. Unsere Enkel sollen Sommer und Winter kommen sehen. Jeder soll erleben, wie schön die Welt sein kann. Wir können hier nicht nochmal ganz von vorne anfangen.
Ach, in der Kürze der Zeit alles auf den Punkt gebracht. Fabian Harloff, das war's schon wieder, ihr Lieben. Der SAZ Dumpler Talk ist schon wieder durch. Ich raste aus. Kauft euch dieses Album auf dem Land, Fabian Harloff. Und ich würde sagen, du kommst auf jeden Fall nochmal wieder, mein Lieber. Das war viel zu kurz. So, ich komme super gerne wieder und dann weiß ich auch, wo es hier Fisch gibt. So sieht's aus. Ich gehe jetzt einmal streiten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Stefan, du darfst, wenn du möchtest. Wir sind durch. Ach ja, mach doch mal was für dein Geld. Ne? Unglaublich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß auf jeden Fall. Und wir beide machen noch ein Selfie. Komm, mein Lieber. Ja. Wir machen das. So viel Zeit muss sein. Warte. Komm her. Warte. Achtung.